Ja, Volker Boyshausen, Session, der Fotograf vor dem Herrn. Was sagst du zum diesjährigen Festival? Ja, mit vor dem Herrn habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, aber diesjährige Festival ist ganz spannend. Viele neue Musik, anders als gewohnt bisher. Trotzdem viele von den traditionellen Acts in Anführungszeichen, die für die alte Qualität stehen. Also momentan ganz spannend, auch wenn es für mich selbst persönlich nicht alles jederzeit nachvollziehbar ist, aber es muss es ja auch nicht sein. Du bist ja praktisch von Anfang an dabei. Was reizt dich an der Aufgabe hier? Also als Kind des Ruhrgebiets, sage ich mal, habe ich hier so ein Stückchen Ruhrgebiet für mich gefunden, wo ich sage, hier fühle ich mich wohl. Das haben sich natürlich im Laufe der Jahre auch ganz viele Kontakte gebildet, Freundschaften gebildet, sage ich mir, die das Festival für mich auch immer erlebenswert und lebenswert gemacht haben. Und das ist einfach auch die Nähe zu den Künstlern. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute hier so eine spezielle, in einer speziellen Stimmung sind, die auch so eine gewisse Offenheit zulässt, weil sie einfach spüren, dass das hier ein nettes Ambiente ist und dass man gut miteinander umgeht. Zwei ganz knappe Fragen. Erstens, wie viele Bilder verkaufst du? Du musst eigentlich Millionär sein. Die Bilder sind unglaublich gut. Ja, ich glaube, es sind relativ wenige. Es ist unterschiedlich. Es ist tatsächlich zwischen 3 und 10 pro Festival. Und was eher interessanter ist, ist, dass die Künstler sich selber für die Bilder sehr interessieren, weil die relativ gut ankommen. Also ich zum Beispiel habe vor einem Bild gestanden, Willi oder Mink de Ville, wie auch immer. So ist der. Wie kriegt man das rüber? Das ist ein großer Dank an die Kollegen von der Technik, die abends auf dem Sperrmüll eine Couch gefunden haben. Die haben sie mir dann hingestellt. Und damit war eigentlich ein Requisit gefunden, sage ich mal, mit dem wir in ähnlicher Weise jetzt seit Jahren agieren können. Also es geht um so ein bisschen Brokat, ein bisschen Barock. Das trifft natürlich den Nerv von Willi de Ville, der eigentlich ja auch eher ein charmanter Stilist ist. Und damit eigentlich, ganz genau, damit auf der Couch natürlich auch wunderbar aufgehoben war. Und es war auch die Bereitschaft von Willi de Ville, sich eigentlich auf ein paar Ideen einzulassen, der gesagt hat, ich komme hier vorbei und mach mal. Wie macht du das? Sprichst du die an? Meldet ihr euch an oder siehst du die hier? Alle Kontakte entstehen direkt vor Ort. Also es gibt keine Absprachen, die vorher getroffen werden. Und mittlerweile ist es halt so, dass unsere Ahnengalerie, die da an der Wand hängt, eigentlich auch für die Künstler so interessant ist, dass sie sagen, ja, okay, hier kommen wir vorbei. Einige kommen auch nicht vorbei. Das ist dann halt Freiheit. Es muss keiner, aber ich freue mich natürlich über jeden, der kommt. Okay, super. Danke und schöne Bilder noch. Gerne. Danke dir auch.